Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1939, zweites Halbfinale. Und da haben wir wieder Korea gegen Nicht-Korea, nämlich einmal in Rot die Zerg-Spielerin aus Kanada beim Team Shopify Rebellion. Es ist Scarlet gegen den koreanischen Zerg beim Team Dragon Phoenix Gaming. Das hier ist Rogue. Pickled Best of 5. Wir starten auf Blackburn und die beiden haben bisher keine umfangreiche Historie. Es steht 2-2 in Serien, 6-5 in Maps für Scarlet. Also, ja, nicht viele Games. Und komplett ausgeglichen zwischen den beiden. Also nimmt sich nicht viel. Und beide haben denselben Gedanken. Es gibt die Gold Base als allererste Expansion. Auch toll, dass beide die Idee haben, hier auf Blackburn. Mal abwarten, was sie draus machen. Bietet sich für einen Roach-Push theoretisch an, weil man ja über die Goldmineralien da gut was reinbekommt und nicht so viele Drones braucht. Grundsätzlich spricht es eher für eine aggressive Startoption. Weil die Goldmineralien, man braucht eben weniger Drones, hat das gleiche Einkommen, wie wenn man eine volle blaue Mineral Line hat, aber mit eben 4 Drones weniger. Das heißt, man spart sich die Larven, man spart sich die Ressourcen, hat trotzdem die gleiche Anzahl Mineralien dann vorhanden und kann das dann direkt in Einheiten umsetzen. Somit kann man gutes Timing von einem Push schaffen. Dadurch, dass beide das hier machen, hätte natürlich der Gegner auch die Chance, das genauso zu kontern. Da bin ich wirklich gespannt, ob sie da dasselbe spielen. Man sieht auch, Spawning Pool ist auf dem gleichen Timing. Es wird Vespingas gesammelt, aber die beiden nehmen sich da bisher nicht viel. Map-Reihenfolge nach Blackburn ist 2000 Atmospheres, Curious Minds, Berlingrad und Glittering Ashes wäre unsere Deciders Map. Wir haben als Vetus Hardwire, wurde von Rogue gevetot. Und einmal Pride of Altaris wurde von Scarlet gevetot. Das ist ein weiteres Mal, Pride of Altaris wird nicht vorkommen. Beide jetzt mit dem Overlord Scouten backen. Okay. Keine Natural am Start. Das heißt, da ist sehr wahrscheinlich eine Goldbase unterwegs und man sieht, die Drones losfahren. Gerade bei Scarlet sind es mehrere. Rogue schickt da nur eine erstmal ran und dann eine zweite. Das heißt, Scarlet wird da gerade Mining Time verlieren, aber dann natürlich sofort profitieren von der Goldbase. Also das ist ein anderer Ansatz, wie man diese Basis in Betrieb nimmt. Das wird sich ja auch direkt zeigen. Ja, der Nachteil quasi für Scarlet, weil die Drones unterwegs waren. Im Vergleich zu nur ein oder zwei bei Rogue. Und dann eben direkt aber die Goldbase am Laufen mit 7 Drones. Sammelt jetzt eben mehr Ressourcen. Und grundsätzlich würde ich fast sagen, es lohnt sich mehr für Scarlet. Eigentlich möchte man die Goldbase so schnell es geht am Laufen haben. Man sieht es auch. Rogue schickt jetzt ein paar Drones hinterher. Macht das aber später. Also es sollte insgesamt Scarlet befordern. Man sieht, dass das hat die 300 nicht überschritten. Das von Scarlet hat die 300 überschritten. Und es ist die Frage, wie lange das jetzt noch so bleibt. Wir sind bei 26-25 Drones. Wir haben jetzt 9-12 Drones an der Goldbase. Und da kommt Baning Nest auf beiden Seiten. Allerdings an unterschiedliche Positionen. Rogue an der Goldbase, Scarlet an ihrer Mainbase. Mining Tennis, ja, das war ein Vorteil für Scarlet. Die Glocke ist etwas größer als das, was Rogue da bekommen hat. Aber das sind immer noch Kleinigkeiten, wirklich absolute Kleinigkeiten. Da hängt viel dran, wenn es wirklich auf Link Baning geht. Wer kriegt eine gute Verbindung mit seinem Baning in die Linie des Gegners? Wir haben noch einen Spine Caller mit dabei für Scarlet zur Sicherheit. Und eine dritte Basis kommt auch mit dazu. Wir wissen natürlich jetzt, okay, gleiche Geschichte mit der Goldbase auch auf der Gegnerseite. Bietet dann, wenn das Game ein bisschen länger geht, wiederum Optionen, sobald die Mineralien weg sind, kann man da natürlich einfach die Drones anrennen. Die kleinen Felder, die gehen immer relativ schnell weg. Man sieht, dass das sind 700 Mineralien drauf. Und die arbeiten 7 Mineralien weg mit jedem Trip. Das heißt, noch weniger als 100 Trips, die da verfügbar sind. Und ja, das geht gut vorwärts. Mineralienfelder sind da am Schwinden, dann wäre da eventuell ein Durchgang. Wir sehen, der erste Angriff kommt jetzt rüber von Rogue, schickt die Linge mal ran. Scarlet hat Baning gemorpht, die sind aber nicht ganz in Position. Die Linge rennen jetzt erstmal durch Richtung Mabelson, da sind die Baninge mit dabei für Rogue. Er hat nämlich vorhin schon ein paar Linge in der Position. Der Spinecaller ist hier nicht, das heißt, Scarlets Drones sind in Gefahr, verliert die ersten beiden. Baning überlegt sich, wo kann ich da reincrashen, um viel Schaden zu machen. Und das ist Scarlet, die Linge alle zu klären. 7 Drones jetzt insgesamt verloren, der Schaden hat sich nochmal deutlich aufsummiert. Sie kann dafür die Ling Baning Army von Rogue klären, hat aber die Linge nicht im Blick. Da könnte es einen Nachschlag geben. Spinecaller an der dritten hilft bei der Verteidigung. Trotzdem Scarlet hier unter Druck. Hat damit ihren Worker-Vorteil verloren, den sie hat. Die sind nämlich ein bisschen mehr gedroned. Und jetzt sind wir bei 29-27. Die Linge fressen sich durch die Queen. Der Spinecaller ist noch da, aber auf der Mainbase. Da gehen jetzt gleich die Baninge wieder rein. Und die sind zu viert. Da ist nichts, was dagegen schützt. Die Drones sind in Gefahr. Die Drones werden weggesprengt. 8 Kills nochmal für Rogue. Da ist seine Linge aber da oben zurückhalten muss. Das sind jetzt viele Baninge von Scarlet mit dabei. Wir sind jetzt bei 20-27 Worker und das ist ein ordentlicher Vorteil für Rogue, der mit dem Roachhorn nachlegt. Scarlet hat bereits einen Roachhorn und versucht dann gleich eigene Roaches aufs Feld zu kriegen.
Ne, andersrum. Rogue hat den Roach vorne und baut gerade die eigenen Roaches. Und Scarlet versucht da hinterher zu ziehen. Scarlet hat die Schwierigkeiten hier. Verliert da eventuell gleich nochmal eine Queen. Es ist knapp. 6 HP, 2 HP, 3 HP. Nein, die Queen bleibt am Leben mit den letzten 3 HP. Der Banning kommt auch nicht durch. Dafür geht's hier nochmal rein mit Banningen in die Gold Base. Die Jones, oh, fahren den Banningen entgegen. Aber Rogue guckt für den Moment nicht auf seine eigenen Banes. Und somit macht er nur den Spinecaller kaputt. Die Jones bleiben am Leben. Nochmal gut reagiert von Scarlet. Aber wie man sieht, Rogue schiebt hier nach. Hat jetzt dann die Roaches mit dabei. Eigene Baninger Dinge kommen auch noch mit dazu. Scarlet baut ebenfalls Roaches, hat jetzt wieder mehr Worker, hat also da fleißig nachgelegt. Baninger nehmen mal die Dinge raus. Die Jones aber am Zurückfahren tatsächlich. Fahren Richtung Natural und da gibt es immer noch einen Kampf. Die Dinge gegeneinander. Da kommen jetzt die Baninger mit dazu. Die können das gleich alles aufräumen. Müssen natürlich auf die ganzen Roaches aufpassen. Hier ging es wieder rein mit Banes. Noch mehr Drones down. 7 weitere. Also Rogue macht hier einfach, versammelt mehr und mehr Schaden. Kein Spinecaller mehr in der dritten. Und Rogue sagt sich, gut, wenn du so viel an der Natural hast, dann gehe ich auf die dritte, auf diese Goldbase. Aber da ist die einzelnen Roaches, tun sich schwer, wie man sieht. Wollen dann mal den Kill haben, kriegen den einen Kill. Dafür gehen aber auch die Roaches drauf. Und es geht hier direkt weiter mit den letzten Dingen. Also Rogue, er tröpfelt seine Einheiten so weit. Ihm fehlt so ein bisschen die gebündelte Armee, was er hier haben sollte. Insgesamt sind jetzt bei 26, 23 Worker. Scarlet lebt aber weiterhin. Und sammelt jetzt ihr eigenes Army Supply und kann das mal rüberschicken. Hat vor allem noch einige Baninge parat. Kann er mal eine Roach surrounden. Also Rogue muss trotzdem noch aufpassen. Worker-Technisch ist er vorne. Mining-Technisch ist er vorne. Aber er braucht halt die Zeit, um das mit dem Army Supply auszugleichen. Damit er da genügend hat, zumal eben die Qualität der Army, die Beschaffung der Army gerade wichtig ist. Und wir haben 12 zu 9 Roaches, 5 zu 0 Baninge und ein Ravager zu 0. Linkhändisch 15 zu 23, also Scarlet hat da gerade einfach mehr und eben die Baninge als große Gefahr. Rogue sagt sich, gut, laufe ich dran vorbei, ich will lieber die Drones angehen nochmal. Da geht es in den Kampf Roaches gegen Roaches, Baning kommt damit dazu und der Baning Splash Damage ist gefährlich für so einen Kampf. Die Baninge waren ein bisschen zurückgehalten, springen jetzt mal die Dinge raus. Jetzt kommen die Dinge für Scarlet mit dazu. Rogue dafür mit seinem Gegenangriff eben auf die Goldbase. Die Drones wollen da mitkämpfen, um die Queen zu schützen, um einfach sich selbst auch zu schützen. Die Roaches hier werden zu blöd. Rogue hat Schwierigkeiten. Scarlet konnte das stoppen, flitt die Queen, aber die Drones leben noch. Und jetzt geht's vorwärts mit ihrer eigenen Armee. Und Rogue kann da gerade nicht mehr ganz mithalten. Er ist bei 18 Army Supply zu 45 bei Scarlet. Scarlet räumt da gerade eine nach der anderen auf und pusht jetzt selber in die Natural. Also Rogue verkalkuliert sich hier ein bisschen. Hat am Ende doch nicht ganz genügend Schaden gemacht, bisher hat zu viele Army Supply dafür geopfert, um den Schaden zu machen. Und jetzt kriegt er den Konter ab. Und das sieht gerade nicht so aus, als ob er das halten kann. Scarlet fokust hier die Baninge raus, bevor die fertig werden. Und kann selber weiter in der Natural die Kontrolle übernehmen. Die Queen geht hier nochmal drauf. Und für Rogue, ja, da kommt einfach nicht genügend nach. Er kann sich hier nicht halten. Macht zu viele Drones kaputt. Scarlet droned hinterher. Und sammelt währenddessen mehr Army Supplies. Am Ende waren die Trades einfach für Rogue ein bisschen zu verschwenderisch. Und gerade im großen Fight ging es dann mehr schief. Er hatte nicht die richtige Armee dann parat, um den Kampf zu gehen. Man sieht, dass Rogue hat viel, viel mehr Ressourcen verloren, der ganzen Sache. Er hat zwar mehr gemeint, aber am Ende hat sich das wie nicht ausbezahlt. 23 Drones gekillt, aber konnte damit trotzdem das Spiel nicht beenden, diesen 7 Minuten. Dann stattdessen Scarlet setzt den Konter an und geht jetzt selber in Führung. Und wir machen wieder gespiegelt weiter, nämlich Hedgegar's Pool auf beiden Seiten auf 2000 Atmospheres. Also die Openings, die bleiben weiter gleich. Queens, Linge, Linge momentan nur für Rogue. Das sind 2 Stück, das ist nur, um einfach die rauszuschicken. Ein bisschen die Situation im Blick behalten, vielleicht die Hedge ein bisschen nerven, wenn eine dritte Hedge mit dazukommt. Also für solche Geschichten ist das parat. Scarlet bleibt auf 2 Basen erstmal, oder? Nein, da ist eine Drone unterwegs, wenn ich das richtig sehe auf der Minimap. Und die Linge können da ein bisschen knabbern. Ja, die setzen da bald an. Scarlet selber hat keine weiteren Dinge auf dem Feld, da kommen wir jetzt mehr mit dazu, um die beiden hier abzufangen. Baning ist unterwegs für Rogue. Die Frage ist eben, die dritte Basis, wird sie wirklich für Economy genutzt oder ist es einfach ein Larvengenerator für mehr Zerglinge? ZVZ kann das sehr kurzweilig sein. Und wir sehen auf jeden Fall Link-Knopf schon gedrückt für Rogue. Er plant den Angriff mit dem Baning Nest, mit seinen 2 Hatcheries und der dritten unterwegs. Wichtig ist es noch, dass er das quasi so für Scarlet verkaufen kann, dass das einfach auch ein 3-Basen-Opener ist. Mit mehr Tech dahinter, aber das soll nicht der Fall sein. Da kommen mehr und mehr Linge. Rogue bereitet sich hier vor. Scarlet baut jetzt ebenfalls Linge mit dazu. Rogue sammelt noch. Linkspeed ist drauf. Baninge fehlen gerade noch. Und jetzt geht's vorwärts. Und jetzt geht's auch durch beim Overlord. Also jetzt weiß Scarlet, was da auf sie zukommt. Kann Rogue hier einen wichtigen Schlag austeilen. Er morpht Banes an der Seite. Wie man sieht, ein Baning hier. Der zweite auf der anderen Seite. Also die kommen dann schön von der Seite mit rein. Die flankieren hier rein. Scarlet selber versucht gerade auf einen Roadrun zu kommen. Er hat keine Baning, hat auch kein Baning. Das ist die dritte Basis und sofort surrounded. Rogue macht dann den ersten Damage. Scarlet geht auf den Gegenangriff mit ihren eigenen Lingen. Also will sich das nicht einfach so bieten lassen. Wird aber die Hedge verlieren, die kann sie nicht retten. Baning 1 wird geklärt.
Zwillinge wollen natürlich weiter, wollen nicht gegen die Brütlinge kämpfen. Die sind kein würdiger Gegner. Da ist das reingeht Richtung Fields, aber die halten die Wall. Damit sind die Linge von Scarlet aber draußen, die können abgefangen werden. Die wollen hier nicht denselben Schaden machen. Das heißt, Rogue kann sich da noch ein bisschen mehr schnappen. Scarlet damit auf 2 Basen gegen 3. Rogue baut noch mehr Linge. Er ist noch nicht fertig mit dem Job. Er knebt die Linge noch ein bisschen ab von Scarlet. Ist dann noch der Banning mit dabei? Ja, aber der ist zu langsam. Kommt da nicht so einfach ran. Aber es ist einfach so viele Linge, so viele Linge. Die Wall wird hier gleich richtig massiv belagert. Und Scarlet geht noch auf den Leer-Attack und plus 1 Melee-Attacks. Die ersten 2 Roaches kommen damit dazu. Aber das wird gleich nochmal Probleme geben, weil Rogue hat so viel. Da kommt ein großer Banning-Morph, 12 Stück. Die Wall wird da nicht lange leben. Die Queens werden auch Schwierigkeiten kriegen. Also Rogue will das mehr oder weniger mit diesem Push hier beenden. Hat dafür auch nur 27 Drones. Also economy-technisch ist jetzt natürlich hinten. Aber es wird ein großer Schlag an Army-Supplier folgen und Scarlet hat selber die Linge wieder rausgeschickt. Die können hier vielleicht ein bisschen Schaden machen. Problem ist halt, was hier gleich angelaufen kommt, wird das große Problem. Und Scarlet sieht das jetzt sehr, sehr spät. Versucht jetzt dazu zu wollen, aber sie bräuchte quasi schon eine Backup-Wall, um das zu halten. Weil die Banninger, die ballern sich da easy durch. Die Queens müssen aufpassen, die Drones müssen aufpassen. Das gibt jetzt einen richtig hässlichen Fight für Scarlet. Kann sie da irgendwas Gutes draus machen? Die Banninger laufen tatsächlich einfach nur die Mainbase. Die sind gar nicht interessiert, die überlassen die Linge, den Lingen, die Natural. Wollen lieber in der Mainbase nochmal die Drones wegsprengen. Kriegen die ersten 11 Kills insgesamt zusammen. 17 Kills, waren noch mehr, 20 Kills. Die Linge setzen nach Scarlets Work-Account. Halbiert gerade. Die Queens werden trotzdem schon. Die Drones sind noch ein bisschen am Fighten. Scarlet drin geworden, wer ist denn defended? Und ja, sie hatten zwar ein paar einzelne Roaches. Deswegen können sie da einfach die Drones rausfokussen. Scarlet sagt sich, nee, da kriege ich nicht mehr genügend an Army gesammelt, um das zu besiegen. Und die Economy ist zu diesem Zeitpunkt auch schon quasi tot. 37 Drones down. Und Rogue damit macht einen ziemlich schnellen Ausgleich. 5 Minuten, Thema erledigt. Aber ja, hat das gut ausgetrickst. Hat einfach nochmal die Runde nachgelegt. Man erwartet mehr oder weniger von der Dynamik. Man greift mit dieser Welle an, zieht sich dann zurück und versucht eben den Vorteil der dritten Basis zu nutzen. Aber Rogue hat gesagt, nö, ich lege einfach nochmal die Runde drauf. Und Scarlet mit bisschen mehr Tech, mit Leer-Tech und plus 1 Attack hat dann einfach nicht das Army Supply, um sich hier zu Wehr zu setzen. Und somit Best of 3 verbleibt. Und auf Curious Minds beschließt Scarlet, es wird mal Zeit für den ersten 12er Pool. Mal, da ist nichts gebaut. Mineralien sammeln sich. Bei 200 wird der Spawning Pool erscheinen. Und da ist das Ding. Gut, hat bis zur dritten Map gedauert. ZVZ, ich meine, die beiden bisher, das waren 2 kurze Games. Und mit der Richtung ist auch die Chance, dass das dritte Game nicht viel länger dauert. Mal abwarten. Rogue geht auf die Hatch first. Dann wahrscheinlich Hatch Gas Pool bei ihm. Das baut zuerst das Gas und dann den Spawning Pool. Baut das hier auch noch mit einer kleinen Wall quasi, dass man da nicht durch kann. Zudem hat man dann hier ein bisschen auch die Blockade. Der Scarlet könnte hier keine Spinecrawler bauen, wenn sie Drones mitzieht bei dem ganzen Spielchen, aber sie explodiert selber. Das heißt, die Linge versuchen einfach Druck zu machen, waren jetzt auch vom Overlord gesehen. Scarlet legt also selber los. Und Rogue ist auf seine Verteidigung angewiesen, wird wahrscheinlich ein bisschen die Drones ziehen müssen. Ja, und da werden noch sämtliche Drones gezogen, weil Linge können noch nicht ganz gebaut werden. Ich muss jetzt einfach Zeit schinden mit diesen Drones. Und gucken, dass natürlich keine dabei verliert. Das ist immer ein gewisses Risiko. Man möchte mit den Dingen fighten, aber nur so quasi, dass sie abgelenkt sind. Wirklich Bock auf den Kampf hat man nicht. Erste Drone geht da drauf. Eine ist nicht so schlimm. Ab 3, 4 wird es problematisch für Rogue. Oder eben, wenn es in der Natural verliert, dann ist es auch sehr problematisch. Und jetzt hatten nicht mehr so viele Points. Das letzte dritte sind drauf. Okay, die Drones waren weit rausgeschoben. Das ist gar nicht gut für Rogue. Weil da müssen die jetzt sehr, sehr weit weg und müssen noch einmal durch die Linge durch. Gibt es noch mehr Schaden? Scarlet versucht, ihr Bestes reinzukiten. Jetzt nochmal der Fight mit den eigenen Lingen. Eine zweite Drone fällt, aber ja, die Mining Time wieder verloren geht, ist natürlich auch sehr sportlich. Und Scarlet ist damit drone-technisch dran. Zieht sich jetzt erstmal zurück und das Game läuft weiter. Also die Defense war da, aber man sieht eben die Auswirkung davon. Vom Mining-Vorteil bei 300 zu minus 450 in der Zeit. Also insgesamt supply-technisch ist Scarlet ein Ticken vorne. 20 zu 18 Drones. Immerhin hat Rogue nicht noch mehr Drones verloren. Das hätte noch schlimmer kommen können für ihn. Also da rausgefahren ist, man sieht es dann, die Drones bündeln sich an den Dingen vorbei. Das ist schon ein gewisses Risikomoment gewesen. Aber es gab nicht noch mehr Kills. Daher Rogue sollte das doch noch recht ausgeglichen halten. Insgesamt, das pendelt sich zu großen Teilen wieder ein. Also da ist noch alles drin in diesem Game. Auch wenn es da 2 verschiedene Openings gab. Sind es erstmal Evolution Chamber, Creep Spread ein bisschen. Und das alles koordiniert hat. Bei Scarlet selber gibt es die Evolution Chamber auch. Vespingas wird da 2-mal gesammelt, hier hingegen nur 1-mal. Scarlet hat aber natürlich das spätere Vespingas, muss also ein bisschen mehr drauflegen, dass da genügend reinkommt, damit sie das ausgleichen kann. Melee Attacks bei Rogue und bei Scarlet
Wird wahrscheinlich auch ein Upgrade kommen. Das könnte Carapace werden mit 150 Vespingas. Nein, es wird auch Melee Attacks. Also beide mit demselben Gedanken. Da werden also nochmal ein paar Linge mit dazukommen. Man würde das Upgrade nicht erforschen, wenn man doch mehr mit Zerglingen vorhat. Scarlet mit ihrem Linkspeed-Upgrade, das noch mit dazugeschoben wird. Das fehlt bei Rogue auch noch komplett. Der hat dann selber gleich die 100 Vespingas dafür. Aber ist da dann natürlich später dran. Scarlets Doppel-Vespingas hatte da Auswirkungen dafür. Aber er zieht bisher nicht Linkspeed mit. Was ein wenig eigenartig ist, weil Miliatex Linge ohne Speed-Upgrade ist jetzt nicht so spektakulär. Jetzt kommt's. Nicht sicher, ob es ein bisschen verbummelt hat. Wer hat 40 Vespingas schon auf der Bank jetzt noch? Also hat er ein bisschen zu viel, kann man sagen. Bunkert jetzt hinten die Linge. Bis den Speed-Upgrade halt durchkommt, das dauert. Wie synchron werden die Upgrades fertig, ist da die goldene Frage. Speed-Upgrade dauert jetzt noch 60 Sekunden und das Upgrade bei ihm auch in etwa. Doch, es wird recht synchron fertig. Also im Endeffekt ist es nicht so schlimm. Trotzdem hätte man das Speed-Upgrade natürlich gerne so bald wie möglich mit dabei. Scarlet pumpt nämlich ebenfalls Masse-Klinge und geht auf Doppel-Upgrades. Sie hat da eine zweite Evolution-Chamber und holt sich Carapace auch noch mit dazu. Dritte Basis nur für Rogue. Scarlet ist noch auf 2-Base. Sie bunkert ebenfalls Klinge. Es wird einfach eine Lingflut gegeneinander geben. Baningness kommt gerade noch bei Rogue. 40 zu 32 Klinge. Und das wird interessant. Scarlet hat das schnellere Speed-Upgrade, kann also jetzt dann gleich loslaufen. Rogue hat das für den Moment noch nicht. Das macht gerade seine dritten jetzt ein bisschen Angst, weil er Slowlinge noch hat. Aber das Upgrade sollte nicht mehr so lange dauern. Ja, Linkspeed. Linkspeed kann ja wirklich ein sehr wichtiger Faktor sein. Die Linge sind jetzt hier und man sieht, Rogue bekommt das plus 1 Militex, bevor Linkspeed fertig hat. Also wirklich dieser Zeitverlust. Man sieht, dass seine Linge schleichen gerade noch über die Map. Also das wirkt sich gerade wirklich kritisch für ihn aus, dass er dieses Linkspeed für ein paar Sekunden verwurmelt hat. Seine Hedges bereits tot und seine Linge können jetzt dann losspurten. Die Linge hier bereiten sie jetzt zu Baningen vor. Aber Scarlet, ja, hat bereits das erledigt, was sie wollte. Die dritte Hedge ist weg. Sie beginnt selber ihre eigene. Weiß jetzt auch, dass Linkspeed da ist. Kann auch die Linge anklicken und weiß, okay, der hat ebenfalls plus 1. Und sie hat selber noch einige Linge mit am Start. Hat jetzt hier ihre Wall. Das hat sie zugebaut. Backup-Wall ist auch mitgeplant. Die Linge kommen dazu. Die Baning ist noch nicht mehr dabei. Hier von Rogue. Die kommen jetzt mit ran. Aber Scarlet feidet sich bereits ziemlich gut durch. Kassiert einen ziemlich massiven Baning. Aber blockiert hier die Linge. Spart die auf ihre Rampe. Und die Queen spuckt immer noch ein bisschen mit drauf. Am Ende bleiben da genügend Linge und Baning hier für Rogue übrig. Also er kann jetzt wieder kontern und selber die dritte rausnehmen. Scarlet's Backup-Wall wird gecancelt. Die Evolution Gen oben lebt noch. Carapace-Upgrade ist kurz vorm Fertigwerden. Also es dreht sich wieder. Jetzt hat Rogue die Basis gekillt, hat aber seine eigene auch noch nicht neu gebaut. Das kommt jetzt erst. 31 zu 36 Worker. Und ja, die Baninge, die wollen jetzt hier durchbrechen. Aber es sind Roaches hier in gar nicht mal geringer Masse. Haben sie gerade versehentlich selber angekotzt. Das heißt, hier durchzukommen mit Baningen ist ja fast nicht drin. Carapace Upgrade wird da auch noch einiges dazu tun. Also diese Roaches werden zäh. Die werden sehr, sehr zäh und das werden immer noch mehr. Rogue bleibt auf Ling Baning. Das ist nicht erwartet, dass das so ein Hin und Her gibt nach einem 12er Pool, aber so hat es sich jetzt hier eben entwickelt. Scarlet wird da weit überwacht und es gibt noch mehr Banes. Rogue will committen, ich meine, er droned nicht weiter, er ballert weiter Link Baning durch und er will sie wissen. Er will es drauf anlegen gegen diese Roach-Masse. Diese Baning-Masse, die muss jetzt hier mächtig Schaden anrichten. Da geht's durch. Evolution Chamber ist weg. Baninge sprengen auch den Roach. Und Roaches stellen sich aber immer noch in den Weg. Splash Damage auch auf den Roaches. Die Queen ist da gerade mit explodiert, aber man sieht, die Roaches, die tanken. Die tanken so einiges weg. Scarlet hat jetzt kein Roachhorn mehr, kann aber mit Lingen und Baningen noch reinforcen, baut ihre eigene dritte neu. Und das hat Rogue natürlich gerade mächtige Army-Supply gekostet. Ist jetzt bei 4100 zu 2800 Resources lost. Scarlet hält ihre Army zu Hause, weil sie kann gerade nicht wirklich auf Counter-Attack gehen. Die Roaches sind relativ langsam. Das kann Rogue ausnutzen, quasi außen rumlaufen. Wie man sieht, das hat er auch mehr oder weniger vor. Aber Scarlet bleibt aktuell noch in der nähere Hedge. Gibt sich da langsam nach vorne und hält sich überall auch ein paar Baningen mit auf, damit eben, wenn die Linge vorbeikommen, sind Baninge parat, um die rauszunehmen, die ganze Masse. Das ist der Gedanke, das könnte gleich noch eine ordentliche Explosion geben. Nein, der Endling scoutet wichtigerweise voraus. Blind hochrennen wäre wirklich eine Katastrophe dafür, Rogue. Aber da, er reagiert einen Ticken schneller und schickt da einen Link hoch. Dafür aber schiebt sich die Roach-Masse hier vor seine Haustür und seine Linge ist noch nicht ganz da. Und auch hier ist ein Baning mehr dabei. Roach von hier stirbt. Es werden vierfach Spinecrawler gebaut. Die Brütlinge blocken gerade die Roaches. Ey, echt Blockaden hier ohne Ende. Baninge noch immer mit dabei. Die Dienst versuchen da ihr Bestes, um Einheiten rauszufokussen. Die Linge würden natürlich gerne die Einheiten rausnehmen, aber können nicht gegen die Baninge fighten. Die Spinecrawler werden gleich fertig, aber es sind noch so viele Roaches hier drin in diesem Matchball. Und die Roaches haben auch plus 1 Carapace und plus 1 Attack. Also die Roaches sind grundsätzlich gut geupgradet. Die Linge momentan von Rogue gehen jetzt doch auf Counter-Attack, aber das dauert halt sehr, sehr lange. Und sie treffen trotzdem auf Banes. Nein, sie treffen nicht auf die Banes, sie laufen dran vorbei. Aber er verliert halt selber gerade schon Stück für Stück seine Natural. Korrektur, seine Natural ist gerade gestorben, aber in dem Zeitpunkt kommt auch das GG, weil er hat einfach schon nichts mehr übrig. Also am Ende kann er die Army nicht bezwingen. Das Scarlet da überall die Baninge verstreut hat, er hat sie da wirklich gerettet.
Weil die Linge konnten nicht committen, die würden gerne irgendwo reinrennen, draufrennen, aber wenn da einzelne Baninger sind, ist das halt ein viel zu großes Risiko, dass das schief geht und dann hat er gar keine Army Supply mehr. Und ja, derzeit haben sich die Roaches nach vorne geschoben und die haben sich einfach durchgearbeitet und somit geht Scarlet dann doch in Führung, aber ja, war ein schöner mehrfacher Seitenwechsel von den beiden. Und jetzt Matchball für Scarlet. Und dieses Mal ist es Rogue mit dem Surfer Pool, hat sogar die Drone, er hat sie reflexartig gebaut und dann aber auch gecancelt. Also da war eben zuerst der Startreflex und dann die Umentscheidung, nö, das wird ein Surfer Pool von meiner Seite. Also er zieht nach. Und jetzt liegt es dann an Scarlet, die wird es ja wahrscheinlich mit Hedge First eröffnen, gehe ich mal sehr, sehr stark davon aus. Also selbes Spielchen, nur umgedreht, Seitenwechsel. Aber ja, das ist Spingas, kommt auch noch mit dazu, kann dann also auch ein Speedling-Bild draus machen, dann die Hedge. Und bei Scarlet, da wird gespart. Zuerst gibt es noch das Vespingas und dann den Spawning Pool bei 200. Auch hier eben mit dieser kleinen Wall, die man sich hinbaut. Und die Drone hat extra noch die Mineralien weggenommen, dass die Linge geradliniger durchlaufen können. Einfach, dass man sich diesen Umweg hier außenrum spart. Es sind 1-2 Sekunden und ja, ein paar Sekunden sind in so einer Situation sehr, sehr wichtig. Da können die Linge derzeit sehr viel Schaden machen. Scarlet schickt direkt eine Drone raus, die wird gerade auch gesehen. Nicht sicher, was die da draußen vorhat, weil, ja. Gabi, der hat einfach vorausgescoutet und geguckt, ob da noch weitere Drones nachkommen oder ob da irgendwas in Vorbereitung ist, aber das ist nicht der Fall. Scarlet hat selber den Spawning Pool, zieht gerade die eigenen Drones für die Verteidigung und jetzt, ja, wie gesagt, es ist genau das Spielchen andersrum. Scarlet muss Zeit schinden, die Hedge hat noch 600 HP, die Drones wollen nicht unbedingt fighten, sie wollen nur Zeit kaufen, aber ein paar Drones schon angeschlagen. Erster Kill passiert, Linge gehen auch ein bisschen, oder ein oder zwei Dinge sind draufgegangen. Ersten Linge spawnen, jetzt die Drones sind noch sehr, sehr angeschlagen, die müssen aufpassen in dem Fight. Zweite Drone geht hier drauf, Scarlet wird da nicht ganz so viel, meine Kämpfe, will es auch wieder arbeiten, da geht es weiter in den Kampf. Die Linge war mal gut gemicrot hier von Rogue, kitet sich da nach hinten, nimmt eine dritte Drone mit raus. 12 zu 16 Work allerdings, also das ist für ihn noch nicht genug, aber er ist auch noch nicht fertig. Da kommen mehr Linge und es kommt Speed Upgrade. Also da kommt eine zweite Welle, das ist wie in der einen Map. Anstatt da eben dann eine Transition draus zu machen, legt Rogue nochmal eine Runde nach und Scarlet, die baut weitere Drones. 18 zu 12. Aber hat dann natürlich gleich verhältnismäßig schlechtes Army Supply. Gegen Speedlinge zu kämpfen, ohne Speedlinge, macht nicht viel Spaß. Die Queens müssen dann irgendwie die Rettung sein. Die müssen sich hier in der Wall aufstellen und das so lange blocken wie irgendwie möglich. Aber das Problem ist halt, die Hedges sind sehr, sehr angeschlagen. Das heißt, Rogue könnte dann versuchen, einfach die Hedge rauszufokussen. Das wäre Scarlet dann auch eine ziemliche Katastrophe. Also das wird jetzt eine schwierige Situation für sie, weil sie auch immer noch drone. Also sie hat absolut keinen Schimmer, dass das auf sie zukommt. Sie hat keine Information davon. Rogues Plan wird da sehr, sehr weit kommen. Und jetzt geht's vorwärts. 14 weitere Linge im Bau. Scarlet immer noch mit Drones unterwegs. Und da kommt jetzt der Ansturm. Können die Queens das irgendwie halten? Da wird ein Spinecaller gebaut. Wie man sagt, sieht hier, die Queen wird hochgezogen. Der Versuch eben, die Rampe zu blocken. Das ist mega wichtig. Die Linge kommen aber gleich an. Die Queens sind noch nicht ganz in Position. Die Linge müssen jetzt aushelfen. Die Queens kommen gerade rechtzeitig in die Stellung. Die Linge sind jetzt aber draußen ausgesperrt. Und die Drones müssen selber nochmal an den Kampf. Man sieht eben die Natural, das nächstbeste Ziel, weil man eben weiß, wie angeschlagen das Teil ist. Die Drones müssen trotzdem weiter fighten. Das ist Scarlet, die auch hier eine Katastrophe. Die Queen jetzt ein bisschen weiter vorne, kann surrounded werden. Die Hedge wird nochmal angegangen. Die Linge machen sehr, sehr viel Schaden hier von Rogue. Scarlet versucht, das in den Griff zu kriegen. Aber sie verliert hier mehr und mehr. 17 Drones hat sie noch. Sie hat immer noch mehr gerade. Jetzt hat sie gerade den ganzen Sturm verloren. Jetzt hat sie nochmal weniger. 9 zu 12, 8 zu 12. Die Hedge trotzdem noch in Gefahr, wie man sieht. Die Queen zu suchen, der beste Transfuse auf die Queen genutzt. Und Scarlets Linge müssen halt auch mega aufpassen, weil sie werden ständig surrounded, weil sie kein Speed Upgrade haben. Die Linge von Rogue tanzen einfach um die gegnerischen Linge herum und die Hedge hat noch 200 Hitpoints und die kann sich Scarlet eigentlich nicht leisten zu verlieren in so einer Situation. Und ja, da geht's weiter in den Kampf. Nochmal Transfuse wieder auf die Queen, damit die am Leben bleibt. Die wird gefokust. Queen geht down. Und man sieht, die Linge rennen einfach rein und raus von Rogue. Er kann seinen Speed Boost wirklich gut ausnutzen. Rennt jetzt mal rein in die Mainbase und will da die letzten paar Drones fressen. Scarlet hat da nicht mehr viel, fehlt da gerade prozentual so viel von dem Work-Account. Er hat gerade quasi 50% verloren. Von 8 auf 5. Das ist Mining technisch nicht mehr viel übrig. Die Natural ist in einem miserablen Zustand. Die Linge sind immer noch drin, die nächsten Linge kommen. Ich sehe gerade nicht, wie Scarlet das retten will. Und ja, das sieht sie auch nicht mehr. Da kommt das GT-Rogue gleich hier aus. Auch hier keine 5 Minuten. Das 2 zu 2 ist erzielt. Wir kriegen eine Deciders-Map. Ui, das ist wirklich ein sehr, sehr kurzweiliges ZVZ zwischen den beiden. Ja, einfach nur Linge entgegengeworfen, Speed-Upgrade-Bonus mit dabei gehabt und Scarlet konnte das nicht mehr klären, hat halt auch noch viel gedroned und dann absolut keine Army-Supply dafür bereit gehabt für diesen Kampf. Und jetzt alles wird in eine einzige Map gelegt. Aber wie wir hier sehen, Drones und Overlords, kein 12er-Pool für die Deciders-Map, ist auch ein bisschen ungewöhnlich, das da zu spielen. Man kennt das ja, Deciders-Map-Effekt. Da werden die Spieler grundsätzlich, zumindest würde ich sagen 95% aller Spieler werden da etwas ruhiger. Das versucht man eher mit einem Makro-Opener zu machen, anstatt das auf einen blinden Cheese zu setzen. Die letzte
Map eines Best of Fives, wenn es eben darum geht, ins Finale einzuziehen. Entweder Finale oder raus, das sind die Optionen, die man hat. Somit erstmal Hedgegas Pool, die Qual der Wahl. Ist da relativ einfach gefallen. Die hauptsächlich valide Strategie, die man spielt als Makro-Opponent auf der Zerg-Seite. Schließt natürlich nicht aus, dass wir dann trotzdem zwei Basenangriff kriegen können. Linkfluten sind immer möglich. Das, gerade sobald Queens da sind, hat sich das Thema recht schnell erledigt. Dann kann man den Link-Knopf einfach entspannt durchdrücken. Aktuell sind wir immer noch komplett gespiegelt unterwegs. Ah, nicht ganz tatsächlich. Es gibt eine Drone mehr für Rogue. Das Scarlet hat da irgendwo zwischendrin eine Drone verbummelt. Und das, ja, ist ein minimaler Mining-Nachteil. Nicht viel, aber ein bisschen davon ist da. Speed-Upgrade auf beiden Seiten. Und ja, noch alles sehr ruhig, sehr vorsichtig. Creep Spread kann damit dazu kommen, die ersten Creep-Tumore, wenn man das braucht. Theoretisch die Basen könnte man dafür verbinden. Und einfach die Queens vorne haben. Zum einen für die Defense, zum anderen ist da vielleicht noch ein Overlord ein bisschen zu nah dran, den man snipen kann. Aber auf beiden Seiten sind die Ovis relativ weit weg. Dritte Basis jetzt unterwegs. Ebenfalls auf beiden Seiten mit Baning Nest. Also, ja, der Spiegel ist immer noch recht aktiv. Er ist ein bisschen verzerrt. Gerade jetzt doch mit drei Drones weniger. Legt nochmal einen Ticken aber nach. Also wird er nochmal aufholen. Insgesamt hat der Rogue einfach minimal mehr Mineralien gesammelt. Das ist wirklich eine absolute Kleinigkeit. Und Roach Warren jetzt der Weg. Aber auch mehr Linge hier im Pausen. Scarlet noch ohne Roach Warren aktuell auf ihrer Seite. Da sieht man den Creep Tumor. Um einfach dann die Natural zu dritten zu verbinden. Das Baning Nest hier vorne ist dran und das wird gescoutet. Aber da hinten drin kommt der Roach Warren. Und den hat Scarlet noch nicht gesehen, wenn ich das auf dem Schirm habe. Ne, sie kommen nur bis zur Natural ran, nicht weiter. Linge rennen mal raus, aber Roaches sind der nächste Plan hier von Rogue. 29 Drones. Ich glaube, damit kommt der Angriff. Scarlet geht selber auf Link Baning. Mit ordentlich vielen Baningen. Weil die Baninge, ja, sind nicht so geil gegen Roaches. Da drüben sind noch ein paar Baninge, gibt's. Rogue versucht da heimlich in die Drones ranzukommen an der Natural, während es die Linge an der dritten ablenken. Die Linge kümmern sich aber drum. Scarlet hat das im Griff. Hat auch ihre dritte im Griff, verliert ein paar hundert Hitpoints. Aber das Ding lebt, aber her, ja, da kommt der eigentlich geplante Angriff. 8 Roaches, 8 Linge. Diese Welle wird auf Scarlet zukommen. Sie hat den Overlord an beiden Seiten. Das heißt, sie wird das mitkriegen, sobald das die Basis verlässt. Die Frage eben, wie viele Einheiten baut sie, wie viele Drones baut sie. Sie ist bei 43, also Drone-Tende ist sie schon meilenweit voraus zu diesem Zeitpunkt. Da kommt nochmal eine Drone mehr. Baut jetzt ein paar Linge. Die Linge hier werden nochmal abgefangen und sind zumindest mega angeschlagen. Also die helfen in keinem Fall wirklich aus. Zwei davon werden auch gefressen. Die Baninge hier halten Stellung. Die Linge rennen nochmal rein in die Natural. Also Rogue lenkt hier auch gut ab von seinem eigentlichen Go. Und Scarlet geht gerade auf mehr Drones. Auf mehr Drones und lässt Pingas. Also sie hat absolut nichts gerade gegen die Roaches. Die baut jetzt 12 Linge. Das ist mega, mega spät. Kann Scarlet das irgendwie retten? Weil das ist wirklich sehr, sehr spät. Ja, jetzt sieht man, der Link-Knopf wird durchgehalten. Alles, was reinkommt an Larven, muss jetzt irgendwie in Einheiten gebaut werden. Es muss Army-Supply her. Aber die Roaches stehen halt schon vor der Haustür. Und Scarlet hat da nicht viel. Sie hat ein paar Banes. Aber die Banes gegen die Roaches sind nicht so geil. Eigene Banes versuchen da auch noch mit zu blocken. Die Linge würden jetzt gar nicht surrounden. Aber es haben wir noch ein feindliches Bane mit dabei. Es war die Linge einfach rausgesprengt. Und Scarlets Army-Supply ist dem einfach überhaupt nicht gewachsen. Ein Ticken zu greedy, ein Ticken zu spät da reagiert. Selbst dann wäre es nicht einfach geworden, aber somit Rogue, auch eine weitere 5-Minuten-Map, unfassbar, macht das mit einem 3:2, kickt Scarlet damit aus dem Turnier, somit ist es ein koreanisches Finale, was wir hier kriegen werden. Und ja, man sieht, dass Scarlet eben zieht in dem Economy davon, aber Problem ist parallel das. Army Supply Danish, eine riesen Kluft und ja, Rogue, strategisch stark gespielt und wirklich sehr, sehr kurze ZVZ-Maps, aber sowas gibt's in diesem Matchup. Das war's mir. Beim nächsten Mal gibt es das Grand Final, ein Best of Seven und dann sind wir mit den Wintermasters fertig. Und dann geht's wahrscheinlich mit der Last Chance weiter, weil das ist so das nächstbeste größere Turnier, von dem habe ich auch die Replays da. Weil Katowice findet erst gegen Ende des Monats statt. Aber dazu mehr im nächsten Cast. Bis dahin, macht's gut und ciao.